Ja. Eins. Scheiße. Scheiße. Ach, schön. Was war das? Hast du es gehört? Nein, und ich habe die Kamera nicht mehr. Die Kamera steht jetzt hier bloß. Oh nein. Ja, aber die kannst du bestimmt nehmen, oder? Kannst du die nicht? Nimm sie. Und mach sie an. Was ist denn hier los? Oh fuck. Okay. Toter Vogel. Vogel? Mehrere tote Vögel, das war der Hasi. Das ist ein Foto. Oh Gott. Oh Gott. Es ist einfach, oh Gott. Mach das weg. It's creepy, ja, ja. Oh, mein schönstes Sommererlebnis. Oh, das okay. ist ganz fürchterlich. Ich habe jetzt auch totale Outlast-Flashbacks. Hallo? Dass du auch da nichts sehen kannst. Hasi hängt wieder hier auf Feld 8. Alles gut. Wenn Hasi einfach nur hängt, ist so okay. Okay. So, die Frage ist, haben wir jetzt Vollmond? Ist der Geist jetzt irgendwie... Ja, was ist denn hier? Hallo? Was? Ein Fenster. Oh, ein Fenster. Oh, ist das mies. Ist das okay. mies, ey. Also. Was passiert denn jetzt hier alles? Ist auch wieder so richtig schön... Alles auf einmal. Ja, letztendlich ist es halt wieder... Kannst du die Bretter da an der Seite da eigentlich abnehmen? Nee, ne? Also nee, nicht da, sondern von der Tür? Hier von der Tür? Links? Nee, glaube nicht. Nee, hab ich schon gerade mal probiert. Das okay. geht nicht. What? Achso, unser Übersetzungsbuch, okay. Hat das alles wieder weggepackt? Wir haben ja geschlafen. Also dann ach hat das... So, ja, ist ein ordentlicher. Ja, ja, ist ein ordentlicher. Mit Wecker und Wasser, na schön. Aber wir wollen ja paranormale Aktivitäten, wollen wir ja hier feststellen, ne? Also... Ist ja unsere Aufgabe. Richtig. So, jetzt können wir natürlich halt noch warten irgendwie oder was sollen wir tun? Weiß ich nicht. Also was wir können, ist auf jeden Fall die Atmosphäre schaffen. Ja. Hasi, was sagst du dazu? Warum steht denn der jetzt auf einmal wieder da? Hasi beschützt uns. Nee, Hasi beschützt uns ganz bestimmt Hasi nicht. Hasi ist unser Freund. Und die Tür ist zu. Sie hat die Tür zu ihm gemacht. Kannst du die Tür aufmachen? Hasi ist weg. Hasi ist weg. Hasi ist weg? Was? Was war das gerade? Was war das gerade? Ich weiß. Oh Mann! Hasi? Wo ist Hasi? Ach, die Tür ist auf, ja. Kannst du jetzt die anderen Bretter wegnehmen? Keine Ahnung. Also, nee, immer noch nicht. Nee. Okay. Oh! Was war denn das gerade? Ich hab keine Ahnung. Die Bretter sind okay, weg. Alles klar, die Bretter sind weg. Die Tür ist wieder auf. Okay, cool. Nicht cool. Hallo, Kleine. Ist das Anna oder... Nee, ist das... Das ist Jakob oder Die hat jetzt nicht echt das Licht... Oh. Ich glaube, wir haben ein Ding über die Birne gekriegt. Oh mein Gott, my head. Okay, hast du recht. Ey, meine... Wo sind wir denn? Wir sind in einem anderen Raum. Die Bretter sind tatsächlich weg. I need to find my video camera. Oh, damn. Oh no. What a night. Oh Gott. Ja! Oh, Brennball! Noch freuen sie alle. Naja, holen alle. So, okay. Also wir müssen unsere Kamera finden. Hey, Taube. Na? Kleine fliegende Ratte. So, hier hinten liegt noch ein Zettel. Ach, wir brauchen unser... Okay. Das ist natürlich, also wie, was, das arge Mal, was ist denn das jetzt? Die Kamera hat sie ja auch weggenommen, ne? Ja, alles, everything is gone. So, nehmen wir erstmal hier vorne in den Raum, vielleicht.
My video camera. What is it? Das ist auch unser ja, yeah, unser read what I say. Unser Büchlein liegt auch da rechts neben, genau. You are not welcome here. Welcome here. Ja, das bedarf, glaube ich, keiner Übersetzung weiter. Wer hechelt hier so rum? Sind wir das? Nee. Jemals? Weiß ich nicht. Kommt aus der Toilette. Mann, Alter, das scheppert hier aber auch wieder was zusammen. Oh, was liegt denn da rum? Ich weiß nicht, irgendwer summt auch hier im Hintergrund. Was wir tun sollten. So. Spielzeit ist vorbei. Holy shit. Need to look this room. Ja. Ich würde einfach verschwinden. Oh, ja, schöne Propaganda. Sie singt aus dieser Ecke. Das ist der tote Vogel vielleicht. Ist sie sicher, dass es aus der Ecke kommt? Also. Und nicht ja, oder aus dem Flur, ne? Ja. Die Leiterin des Pionierlagers, Junost, Maria Anatoljewna A., verschwand wie die übrigen Mitarbeiter des Lagers. Maria hatte sie zuvor von 1944 bis 1950 in einem Waisenhaus um Kinder gekümmert. Sie war eine Betreuerin, die sich nur der Arbeit widmete. Disziplin war für sie das Wichtigste. Deshalb vertrauten ihr die Eltern ihre Kinder. Okay. So, hier können wir vielleicht mal rantatschen. Was ist denn das überhaupt? Eine halbe Rehhälfte oder was liegt hier rum? Wie sieht denn das hier aus? Also das sieht mir hier nicht nach Disziplin aus. Hat sie, finde ich, nicht gut durchgegriffen. Nee. I haven't finished look around the room. Okay, alles klar. Wir müssen tatsächlich erstmal hier alles abklappern. Okay. Ja, wir haben hier noch, hier unten haben wir noch eine... Guys, your prank with fire leads to fire. Oh, ein paar Bulbs. Wühle. I take the box with me. There's something's going wrong at night. I'll use... Irgendwas. Wenn irgendwas schief geht, nachts irgendwie, kann ich die benutzen. Need to take the box to the sleeping bag. Ja! Ihr sollt doch nicht auf den Flur rennen, hat gesagt. Scheiße, ey. Gott, scheiße. Aha. Okay. Okay. Na, wo ist er denn hin? Na, ich musste ganz doll groß. Deswegen. So, okay, ich würde mir ganz gerne hier hin. Da habe ich noch, glaube ich, ein Foto gesehen auf dem Bett. Vielleicht kann man das noch ansehen. Ja. Das wow. Ist ein schönes Klettergerüst / Zaun. Je nachdem. Also. Ich glaube, wir hatten auch damals mal so ein wirklich hässlich angestrichenes Klettergerüst. Okay. Aber, es war schön. Man hat viel Spaß drauf gehabt irgendwie. War jetzt nicht das Schönste und man brauchte definitiv auch recht häufig immer eine Tetanusimpfung. Aber man hat viele schöne Erinnerungen daran. Kennt ihr bestimmt auch. Alle. Need to insert the fuse. Ah, wir haben eine Fuse in der Box gehabt, soweit ich weiß. Take the fuse. Jetzt können wir turn on the light. Turn on the light. Nein, im Raum da. Ah, guck. Es werde Licht. Ah, oh, wie schön. Weiß ich nicht, ob das so schön ist. Das ist wirklich schrecklich. Schrecklich. So, lesen wir erstmal diese Nachricht hier hinten. Spät in der Nacht, wenn die Menschen einschlafen. Kein Bedürfnis nach Spaß und kein Bedürfnis nach Blödsinn haben. Und die Glocken sind leer und die Augen sind voller Bitterkeit. Die Leute am Hof wissen nicht, was der Spaß für den Trottel bedeutet. Der Trottel beschließt, dass genug ist genug. Und in dieser Nacht vergiftet er in einem tristen Anzug den Hof und den König. Ich bin im Herzen traurig, aber der Plan ist nicht gescheitert. Der Trottel wird für dich keinen Spaß mehr machen. Okay. Also irgendjemand wollte den König... Das, ja, ist natürlich, da muss ich jetzt mal ein bisschen, um
ja, Nachsicht bitten irgendwie. Wir sind halt nicht die ultra-fittesten im Englisch, weil wir sind halt einfach too old for this shit. Und ja, tatsächlich, sobald es denn hier an Gedichte oder so geht, ja, sorry. Also, ich bin da leider nicht gut genug. Benny kann es Gott sei Dank ein bisschen besser irgendwie. Wenn ihr da lieber nochmal wissen wollt, oder letztendlich werdet ihr wahrscheinlich am besten wissen, was da steht. Irgendwie werdet denken, Alter, ey, nein, das steht da nicht, das und das steht da. Ihr Deppen. Oh, okay, mal hier, Alpha. Ja, tatsächlich okay. So sagen, aber da sind die klassischen, so hier mit Pioniertuch. So. Stimmt. So. Das kommt mir sehr bekannt vor. Alles, ja. So, tatsächlich ist ja halt letztendlich müssen wir einfach nur die Räume ablaufen, um Dinge zu triggern. Ne? Also wir werden wahrscheinlich so ein, zwei Schlüsselelemente finden. Mhm. Aber größtenteils, denke ich mal, müssen wir einfach nur von A nach B ständig laufen. Ja, was mich jetzt gerade noch irritiert hat, war ja, die Melodie kam ja von da hinten links. Also hinten in der Ecke, wo wir gar nicht hinkommen. Genau, da und jetzt rechts da. Und da kam irgendwo eine Melodie her. Okay. Ja, der dann vielleicht aufgehört. Vielleicht auch aus dem Spind, ne? Ja, das kann auch sein, stimmt. Von Anton. Was war das denn jetzt schon wieder? War da schon wieder jemand im Badezimmer? Ist da schon wieder einer im Badezimmer? Ohne Maleraugen aus der Eltern? Da. Der gibt ja keine 5 Punkte. Für den Stuben aufräumen. I need to go to bed. Aha. I'll be dark soon. Okay. Nicht alle, nein, sondern it. It'll be dark soon. Oh, dark soon. Oh, okay, alles klar. Er ist immer noch nicht ins Bett gegangen. Wieder mal ins Bett. Junge. Leg dich hin. Nee, musst du die Kamera vielleicht erstmal da hinstellen? Nein, echt jetzt. Wieso nicht? Muss ich wirklich alles absetteln hier? Ja, wollt ihr jetzt nicht, dass wir jetzt ins Bett gehen? Also, eigentlich schon, Mama F. Also, Mama die Dings aus. Vielleicht geht er jetzt ins Bett. Ah. Aha.